Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Demo-Unterhaltung und Freunde der Klagepaten. Willkommen erneut aus Berlin. Wir haben einmal kurz Kraft getankt und sind jetzt wieder zur nächsten Demo unterwegs, sind jetzt angekommen. Und auf der zweiten Hälfte des Screens seht ihr, wie wir gerade aufs Demogelände laufen. Und wir werden hier schon begrüßt. Sunny mit dem Mutigmacher-Shirt. Hallo. Du dich auch, Tass. Hallo, Wallensee. Ja, das kannst du aber mit dem Telefon nicht an. Wie wir hier weitermachen können. Momentan ist es so schwer. Noch Eva Roos sind jetzt auf der Bühne. Und da könnt ihr euch engagieren. Deswegen möchte ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Eine weitere Möglichkeit ist, sich aktiv zu engagieren in der Partei Die Basis. Hallo, Tass. Hi Eva, hi Nana. Da könnt ihr tatsächlich auch mitmachen. Das ist immer so eine Floskel, dass die Mitmachpartei, das ist, hört sich so komisch an, aber es ist tatsächlich möglich. Und wir brauchen jeden Einzelnen von euch, vor allen Dingen, egal ob jung oder alt. Denn wir brauchen eure Expertise und eure Ideen, die ihr mit einbringt, damit wir auch in Zukunft etwas verändern können. Denn es wird eine Zeit geben nach Corona und für die rüsten wir uns jetzt. So, jetzt und bei mir steht hier. Das wollte ich noch sagen, auch mein Herz, der Karl. Das ist nicht mein Gott. Nein. Ralf Niemeyer hier. Darauf bin ich stolz. Ralf, das ist toll. Wie war es hier? Was haben wir bisher verpasst auf dieser Demo? Ich sag mal so, es war schon beeindruckend, dass wir hier mal wieder kurz vor der Auflösung standen, aber es nicht passiert ist. Ich vermute, dass es so weit sein könnte, dass wir diese Rede wieder verhindern wollen. Und es kamen auch mehrere Polizeikräfte zu dem Zeitpunkt, aber dann wurde es doch noch nicht aufgelöst. Und wie du ja siehst, jetzt geht es noch weiter. Und, ja. Wunderbar. Und jetzt redet Eva Rosen, das wollte ich eigentlich auch hören, das würde ich empfehlen zu filmen. Ralf Niemeyer, vielen herzlichen Dank. Es ist wichtig, dass wir jetzt vor allen Dingen auf die Menschen Rücksicht nehmen, die wir noch nicht abholen konnten. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir geben ihnen die Zeit. Und wenn die Zeit gekommen ist, haben wir die Aufgabe, unsere Hand zu reichen und zu einen und nicht zu spalten und nicht wütend zu sein. Denn jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Jeder Mensch braucht seine Zeit, diese ganzen Dinge zu verarbeiten. Und wenn der Tag gekommen ist, weiß ich und ich verlasse mich da auf jeden Einzelnen von euch, dass wir mit offenen Armen dastehen und diese Menschen abholen und auf den Weg mitnehmen. Danke, Berlin. Danke. Eva Roos, nochmal einen Applaus bitte. Dankeschön. Alles Gute für deine Wahl und weitere Schlag auf Schlag. Ich bewege mich mal in den Backstage-Bereich, dass wir näher an die Kamera rankommen und mehr an die Bühne rankommen mit der Kamera. Ich glaube, hier ist irgendwo der geheime Eingang. Hier ist der geheime Eingang. Servus. Ich bin wieder frei. Hi, Adrian. Hallo, servus. Presse. Ich baue fest auf. Und es ist egal, ob man auf der Bühne ist, im Bus oder ob man jetzt vielleicht vor der Bühne steht. Wir alle, wir sind diese sogenannte Menschenfamilie. Und das ist das, was uns Kraft gibt, was mir Kraft gibt. Der Mann, der jetzt kommt, sagt immer, er hat ein Herz, wie wir alle natürlich, aber hat diese besondere Zunge. Das ist diese feurige Zunge. Und das weiß auch diese wunderbare Melanie, die gerade unten steht, die gerade filmt. Und deswegen macht mich das super stolz, dass er jetzt hier auf die Bühne kommt. Weil er war in den Zeiten da, wo man mir alles genommen hat. Und ich rede wirklich von alles. Und hat mir geholfen, dass ich wirklich mich überhaupt noch bewegen konnte. Das habe ich so noch nie auf der Bühne gesagt. Jetzt ist es raus und dafür bin ich Wolfgang Gräulich sehr, sehr dankbar. Und deswegen ist es bitte wichtig für mich, dass ihr richtig in den Händen klatscht für Wolfgang Gräulich. Und er verrät gleich auch noch, wo wir gemeinsam jetzt am Start sind mit einer Sendung. Das wird er gleich selber sagen. Seid gespannt, es ist ein super Format, eine super Idee. Soll er gleich selber sagen. Genießt Wolfgang Gräulich. Hallo Berlin. Bayern, Baden-Württemberg, Deutschland, ich grüße euch. Ich bin ja nicht der Künstler und habe auch eine Gitarre dabei, das ist zu eurem Wohle. Hochdeutsch, du musst einen Dolmetscher schicken. Das habe ich jetzt 240 Mal ohne Dolmetscher geschafft, das schaffe ich auch heute ohne Dolmetscher.
Ich, nachdem es hier unter dem Motto Kunst die Demonstration ist, habe ich mir vorgenommen, keinen Satz ohne das Wort Kunst. Es ist keine Kunst, über das Bühnenprogramm zu meckern, aber es ist eine Kunst, es auf die Bühne zu bringen. Danke an die Organisatoren. Es ist keine Kunst, dem deutschen Volk das Grundgesetz zu nehmen, denn ich glaube, viele haben es nicht verstanden. Deshalb gelingt es so einfach. Es ist keine Kunst, dem deutschen Volk die Pandemie zu verkaufen, denn sie schauen jeden Abend die Tagesschau und lesen die Zeitung. Es ist keine Kunst, unmaskiert, untestiert und ungeimpft hier zu stehen, denn dazu muss man nur denken können. Dazu muss man nur denken können, seinen Gedanken vertrauen können, denn das sind Demokraten. Demokraten können denken und ihren Gedanken vertrauen. Und dann haben wir die, die auf uns warten, die können denken, aber sie vertrauen sich nicht. Und dann haben wir die, die nicht denken können. Und um die kümmern wir uns besser nicht. Die stehen manchmal ganz da hinten, die sind schon weg. Wahrscheinlich ist Budget abgelaufen, das sie bekommen haben. Während wir Budget haben bis 19 Uhr. Und das ziehen wir durch. Es war keine Kunst, nach Berlin zu kommen. Aber es war eine Kunst, die Polizei 2 Tage lang von A nach B nach C nach D zu jagen und jedem Polizei aus jedem Bundesland seinen Einsatzzweck zu geben. Die aus Rheinland-Pfalz haben wegen 20 Leuten eine Wagenburg gebaut. Das hat mich an meine Western früher als Kind erinnert. Die waren in Schwarz-Weiß und die haben auch immer Wagenburgen gebaut. Genau so standen die rum. Genauso bedeppt und genauso peinlich. Muss man ganz ehrlich sagen, wegen 20 Leuten, da waren Kinder dabei. Und die haben die Kinder mit Platzverweis aus Berlin gejagt. Wie peinlich ist das? Es ist keine Kunst, Frau Morgi, zu Hause zu sitzen und unsere Streams zu schauen. Es wäre eine Kunst, eine unerschrockene, mutige Kunst, hier zu stehen und mit uns zu reden. Das wäre Kunst. Es wird eine Kunst sein, der letzten Tage aus den vielen Aufzeichnungen, die wir jetzt 2 Tage lang gemacht haben, kurze, viele Videos zu schneiden und in die ganze Welt zu senden. Und in die ganze Welt meine ich überall hin. Das ist das, was Michael Ballweg sagt. Wir müssen uns die sozialen Medien zurückerobern und nicht denken, Facebook, Twitter ist Mist. Ich denke es genauso. Aber wenn wir dort die erreichen, die 60%, die denken können, aber ihren Gedanken nicht vertrauen, dann sollten wir ihnen die Bilder der Berliner Polizei schicken, damit sie morgen, was in Berlin los war. Denn beim Shoppen in der Stadt, maskiert, testiert und geimpft, kriegt man das nicht mit. Habt ihr das gestern gesehen, da oben am Gleisdreieck? Die stellen sich an, um sich testen zu lassen, um danach mit den Geimpften im Park zu sitzen und Bier zu trinken. Ich sage euch was, ich stehe lieber unmaskiert, untestiert und ungeimpft mit euch hier auf dem Platz. Und zwar so lange, wie es notwendig ist. Die haben die Kunst verzeihen, deren Programm, das sie jahrzehntelang mit viel Kapital vorbereitet haben. Wir haben jetzt eine der verantwortlichen Organisatorinnen für dieses unglaubliche Wochenende. Andrea, wie viel Arbeit war das? Andrea Drescher, für die, die sie nicht kennen. Ich kenne die Andrea aus der Friedensbewegung schon seit einigen Jahren und sie ist immer vorne mit dabei, unglaublich aktiv, Selbstversorgerin, Informatikerin, Unternehmensberaterin, Autorin, Buchautorin, also unfassbare Person. Sogar noch eine Krankheit im letzten Jahr überstanden und das alles nebenher und dann schaffst du das, so eine riesen Veranstaltung mit zu organisieren. Wie ja, geht's dir? Einfach beschissen. Ja, wie soll es mir anders gehen? Am Tag des Grundgesetzes, am Geburtstag des Grundgesetzes gestern haben wir gelernt, was das Grundgesetz wert ist. Und wenn es einem dabei gut geht, man kann uns vorwerfen, dass wir naiv waren, dass wir davon ausgegangen sind, dass sie uns die Demonstrationen erlauben werden. Das kann man uns vorwerfen. Dann kann man uns aber auch vorwerfen, dass wir an einen Rechtsstaat geglaubt haben. Und ich habe für mich irgendwie gestern, vorgestern das Gefühl begraben, den Rechtsstaat mit rechtsstaatlichen Mitteln retten zu können.
Und dieses Gefühl ist einfach beschissen. Eine ganz kleine Sekunde, findest du mal einmal ganz kurz weg, bitte. Ja, ich verstehe dich da völlig. Jetzt bin ich ja sehr viel mit Ralf Ludwig unterwegs und habe das Privileg, von seiner positiven Energie zu profitieren. Und er hat gesagt, das war gestern sehr, sehr erfolgreich, was wir gemacht haben, weil wir nicht nur die Polizei auf Trab gehalten haben, sondern das Entscheidende ist, wir haben dem Staat die Maske runtergerissen. Ja, das ist das Positive daran. Im Grunde genommen kann ich das auch wieder bestätigen. Letzten Endes war das auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wer jetzt nicht merkt, dass wir 12.33 Uhr haben, dem ist nicht mehr zu helfen. Weil der Staat hat dokumentiert, dass wir 12.33 Uhr haben. Es ist nicht mehr 5.12 Uhr, es ist 12.33 Uhr. Ja. Und das ist das Positive daran, weil wir haben wirklich bereits am Freitag gezeigt, dass wir unter allen Umständen bereit sind, und man hat es auch hier wieder gesehen, die Regeln der Systems einzuhalten, aber unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit unbedingt wahrnehmen wollen. Wir haben es am Freitag bewiesen beim Empfang des Autokorsos und wir hätten es auch an den folgenden Tagen bewiesen. Aber man hat uns nicht lassen. Man wollte uns nicht lassen. Und das zeigt, der Rechtsstaat existiert de facto nicht. Und das Schlimmste war ja die Auflösung oder das, was dann letzten Endes am Stern am Samstag passiert ist. Die Versammlung war genehmigt. Sie war nicht verboten worden. Verboten worden waren nur die vier Demo-Umzüge. Also juristisch korrekt wäre, braucht man keine Genehmigung für eine Veranstaltung. Ja, diese Veranstaltung wurde angemeldet. Es hat einen Veranstalterwechsel gegeben, kurz vorher. Aber das spielt lange vorher. Lange vorher, das spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist, die wurde angezeigt, die Veranstaltung, und sie wurde nicht verboten. Ja. Punkt. Und sie wurde aber trotzdem aus meiner Sicht als reine Willkürmaßnahme der örtlichen Polizei von oben angeordnet, abgesagt. Und dann mit Polizeigewalt verhindert. Ja. Und für mich ist das einfach eben, wie gesagt, es ist naiv zu glauben, dass man in einem Rechtsstaat lebt. Es ist so naiv zu glauben. Und das tut natürlich auch weh. Aber die Aufgabe, die wir ja haben, ist ja also ein Teil unserer Aufgabe, sehe ich darin, dass wir nicht nur auf der einen Seite natürlich versuchen, eine neue Gesellschaft zu gestalten, so wie wir in einer Gesellschaft leben wollen, mit einem Miteinander und nicht mit dem Konkurrenz nebeneinander, aber auch dafür möglichst viele Leute zu gewinnen. Und das gewinnen wir doch dadurch, indem wir friedlich protestieren, uns an die Regeln des Rechtsstaats halten und dann der Welt da draußen zeigen, dass wir trotzdem behindert werden, dass wir an unseren demokratischen Rechten, an unseren verfassungsgemäßen Rechten behindert werden. Ja, gut, dafür war es ein perfektes Szenario. Da in der Beziehung hat es perfekt funktioniert, aber dann hätte ich mir nicht so viel Arbeit machen müssen, ein Programm mit 120 Aktiven hinzustellen. Weißt du, man kann das auch machen, dann macht man es eben improvisiert, wenn man eh davon ausgehen muss, dass... ja, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Das Perfide ist ja auch, dass immer Monate vorher angemeldet wurde, ja, und dann immer in den letzten Tagen dann irgendwelche Absagen kommen. Das ist also, wo es ganz klar ist, hier geht es um Schikane, oder? Ja, natürlich geht es um Schikane. Es geht um nichts anderes als um Schikane. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich meine, ich habe einen Attest. Mein Attest ist berechtigt. Aus mehreren medizinischen Gründen ist dieses Attest berechtigt. Und das hängt von der schieren Willkür und der Kooperationsbereitschaft der einzelner Polizisten ab, ob mein Attest anerkannt wird oder ob ich einen Platzverweis bekomme. Das hat doch nichts mit Rechtsstaat zu tun. Also es ist eine Kleinigkeit, wo es aber greifbar wird oder spürbar wird, wie abstrus das Ganze geworden ist. Die Kritiker, die sagen jetzt, ja, aber wir dürfen das ja alles nicht mit dem Faschismus im Dritten Reich vergleichen, weil damals wurden ja Menschen vergast und jetzt werden ja keine Menschen vergast. Du weißt, dass das mein Lieblingsthema das ist. Deswegen spreche ich an. Ich habe am Freitag, als wir den Autokorso empfangen haben, den Vergleich gemacht. In Deutschland macht man immer wieder und immer wieder den Fehler, das Dritte Reich mit Auschwitz und dem Zweiten Weltkrieg gleichzusetzen. Das Dritte Reich begann mit 1933, dem Ermächtigungsgesetz. Es begann mit Diffamierung, es begann mit Ausgrenzung von Menschen, es begann nicht mit Auschwitz, es begann mit Dachau, wo die Kommunisten eingesperrt wurden. Es begann damit, dass Menschen ihre Konten verloren haben. Und frag mal, wie viele Anwälte inzwischen kein Bankkonto mehr haben. Wir als Klagepartenverein haben Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu finden. Es begann damit, dass Menschen ihre Wohnungen verloren haben, ihre Jobs verloren haben, weil sie nicht systemkonform wurden. Und das haben wir heute auch.
man darf nicht die heutige Zeit mit 33 nach der Wannsee oder der Wannsee-Konferenz vergleichen. Natürlich werden aktuell keine Menschen vergast, aber es werden Menschen verprügelt. Und wenn ich mir die Robocops ansehe, habe ich ganz, ganz hässliche Erinnerungen. Wenn da, was da zum Teil von der Seite der Polizei gemacht wird, habe ich ein ganz ungutes Gefühl, diese schwarzen Polizisten zu sehen, denn die SS trug auch schwarz. Und das sind einfach Sachen, die habe ich von meiner Mutter ins Hirn geblasen bekommen. Die hat mich so indoktriniert in der Beziehung. Also diese Uniformen, diese schwarzen Uniformen, ich meine, ich habe es mal in einem Interview gesagt. Ich habe letztes Jahr im März richtig, richtig Panikattacken gehabt. Das hat was mit Familientrauma zu tun, das hat was mit dem, was man aus der Familie anerzogen bekommt und mitvererbt bekommt. Oder, ich hatte richtig Panikattacken, als es diesen verdammten ersten Lockdown gab, weil ich dachte, mein Opa ist geflohen, wo kann ich noch hinfliehen? Und ich hatte das Gefühl, ich kann nirgendwo mehr hin. Und dann habe ich erst gemerkt, wie beschissen klein Österreich ist im Vergleich zu Deutschland, weil die Grenzen waren auf einmal dicht. Okay, das hat sich dann irgendwann gelegt. Ich bin raus aus der Opferrolle und wieder ins Tun gekommen. Und das ist das, was ich auch allen sagen möchte. Macht euch nicht zum Opfer, sondern werdet zum Macher. Werdet nicht Täter, sondern Macher. Und macht etwas dagegen. Wir dürfen nicht Opfer sein. Wir dürfen uns diesem System nicht unbegrenzt ausliefern. Aber wir müssen Macher sein und etwas dagegen machen. Täter sollen wir auch keine sein. Wenn ich in der Schulzeit was gelernt habe über die Nazi-Zeit, dann wäre den Anfängen. Ja. Und wäre den Anfängen bedeutet, warte nicht, bis es soweit ist, sondern wenn die Anzeichen in die Richtung gehen, wenn nur die Richtung stimmt, also nicht mehr stimmt, in die der Staat geht, dann wäret diesen Anfängen. Ich gehe jetzt mal ganz brutal, das habe ich, weiß nicht, ob ich das jemals öffentlich gesagt habe, aber ich habe es gedacht, als ich Bill Gates hörte. Wann war das, als er gesagt hat, wir werden 7 Milliarden Menschen... War das vor einem Jahr nicht, auch Ostern oder Pfingsten vor einem Jahr? Ich weiß nicht genau, wann es war. Ich weiß nur... Als ich es hörte, dachte ich, Mengele war bescheiden. Der hat seine Menschenversuche nur ein paar zigtausend Juden gemacht. Und jetzt machen sie Menschenversuche an 7 Milliarden Menschen. Und das ist das, was ich gedacht habe, als ich Bill Gates hörte. Und das ist hart. Und das sind für mich Anfänge. Das war meine Assoziation. Das war das, was ich in dem Moment empfunden habe, als ich hörte, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Mit diesem sehr, sehr schweren Schlusssatz möchte ich Andrea verabschieden. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Energie. Ganz, ganz vielen Dank. Und ich denke, die Community schenkt dir auch ganz viel Liebe und Kraft und danke für dein Sein. Eine Bitte an die Community. Eine Bitte. Wir brauchen für die entgangenen Einnahmen der Vor-Ort-Demonstrationen finanzielle Unterstützung, insbesondere die Bundesländer, die die Demonstrationszüge organisiert haben und die heutige Versammlung, es waren ja 13 Demonstrationen geplant. Die brauchen dringend finanzielle Unterstützung und ich bitte um Spenden für die Bundesländer, dass die Kosten gedeckt werden. Spendenkonto findet ihr auf der Webseite von pfingsten-in-berlin.de. Pfingsten-in-berlin.de unterstützt diese Organisatoren, damit wir auch weiterhin wirklich so tolle Demos haben. Auch wenn sie nur auf eine Art erfolgreich sind, die wir uns nicht gewünscht hätten, aber sie waren wichtig und sie waren erfolgreich und haben unglaublich viel Arbeit und Mühe gebracht. Vielen herzlichen Dank, liebe Andrea. Wir schalten wieder zurück auf das Bild an der Bühne. Ich weiß jetzt gerade nicht, was für ein Bühnenprogramm läuft. Wir sind jetzt mit 2 Kameras unterwegs. Wir haben einmal das Bühnenbild und wir suchen uns jetzt, und da kommt der nächste Interviewgast, den schnappen wir uns gleich. Wir bleiben gleich drauf. Danke, Andrea. Das ist Andreas Mertens, kommt hier auf uns zu. Andreas? 2 Minuten, Andreas? Ja. Die Sonne geht so ein bisschen rüber. So, ich habe jetzt hier bei mir Andreas Mertens, auch Andreas kenne ich schon seit vielen Jahren von der Friedensbewegung. Ja. Ich habe dich an Pax Terra beim ersten kennengelernt, da hast du den Shop vom Kiddes More gemacht und ich habe dir alle Shirts aus der Hand gerissen. Du wirst dich gar nicht mehr... Der müsste eigentlich ausgesorgt haben. Siehst ja, der liegt auf der faulen Haut, ist gar nicht in Berlin, ne? Man hat ihn nicht gesehen. Aber alles gut. Kiddes, liebe Grüße. Ja, erst draufhauen und dann um Entschuldigung. Mann, wir kennen uns so lange alle. Kiddes ist ein
Hardcore-Aktivist und er wird sicherlich auch bald wieder dabei sein. Ich weiß gerade, er hat gerade im privaten Bereich sehr viel zu tun und das wird sich legen und er wird wieder dabei sein. Ja. Andreas, dein Fazit zum Wochenende? Oh, bin damit noch gar nicht ganz durch, ihr Lieben. Das muss ich erstmal vielleicht ein paar sacken. Ja gut, wir haben nicht das alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Das lag aber bestimmt nicht an uns. Und was wir auch feststellen müssen, ist, dass wir leider nicht die Masse an Menschen für Pfingsten in Berlin gewinnen konnten, die wir vielleicht gebraucht hätten. Aber jetzt heute, sage ich mal, unterm Strich hier, bei Baden-Württemberg-Bühne, Bayern-Bühne, für uns persönlich, persönlicher Abschluss. Wir haben uns weiter vernetzt, wir sind breiter aufgestellt als jemals zuvor. Das ist eine Erkenntnis, wenn man 10.000 Kilometer durch die Bundesländer fährt und jeden persönlich trifft für die Mobilisierung, dann gewinnt man wirklich tolle Menschen dazu. Also das Positive überwiegt jetzt erstmal, auch wenn ich mit gar nicht allen Dingen jetzt so zufrieden bin. Aber wer kann das schon sagen nach einer Demo? Also wir haben alle Demos ja in den letzten Jahren hier gesehen, auch letztes Jahr. Und es gab immer hier, das war gut, das war nicht gut. Wir müssen daraus lernen. Wir müssen unsere Erkenntnisse daraus gewinnen jetzt und uns neu aufstellen. Also ich denke mal, die Zeit der Großkundgebung und Großanmeldung, die ist vorbei. So mobilisieren muss man wahrscheinlich anmelden, aber das vielleicht ein bisschen kleiner. Und dann schauen wir mal. Ich denke, es gibt tolle Leute mit tollen Ideen. Wenn das jetzt zusammenkommt, ich bin nicht so pessimistisch. Lieben Dank, Andreas Mertens. Du musst jetzt noch mal kurz auf die Bühne und auch hier noch mal die Ansage. www.pfingsten-in-berlin.de, wenn ihr die Möglichkeit habt zu spenden. Wenn es euch bitte, nur wenn es euch nicht wehtut, dann unterstützt diese Organisatoren, die jetzt hier nicht die Möglichkeiten hatten, hier bei den Bühnen, bei den Veranstaltungen zusammen, weil die Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Kosten sind natürlich trotzdem entstanden. Es geht hier also im Wesentlichen um die Bundesländer, die Bühnen, die Veranstaltungen. Da möchte ich noch was zu sagen. Also es ist natürlich so, wenn die Menschen sich nicht treffen können, ne? Und man geht natürlich von Spenden aus, die man dann einsammelt. Und die Bundesländer haben auch erhebliche Kosten, nicht nur wir als Hauptorga. Und jedes Bundesland hat im Grunde genommen seinen eigenen LKW mobilisiert, um nach Berlin zu kommen, hat hier übernachtet, hat Übernachtungskosten gehabt und hat unglaublich viel Vorleistung erbracht. Und da möchte ich doch alle bitten. Wir werden da einen Link für zur Verfügung stellen, aber auch ansonsten alles, was da an Spendengeldern eingeht, jetzt, das geht ab heute an die Bundesländer und ich möchte alle dazu, alle aufrufen, uns zu unterstützen, die Bundesländer zu unterstützen, weil wir brauchen uns alle und wenn es nur 2 Euro, 3 Euro sind, PayPal ist offen, macht kleine Mikrospenden, das summiert sich. Ihr habt uns jetzt schon bis hierher unterstützt, ganz toll, ihr Lieben, lasst uns da nicht im Stich. Danke. Dankeschön. Wir schalten jetzt nochmal vorne auf die Bühne und schauen mal, ob wir noch einen Interviewgast für euch finden werden. Vorbei. Sehnsucht ins Leben, nein, geh nicht vorbei an dir. Will mit dir schweben, danke, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr da seid. Danke für euer Hiersein und fürs Mitmachen und weiterhin viel, viel Freude. Ist die anderen scharren schon mit den Füßen? Ich überlasse die Bühne den Nächsten. Ich verabschiede mich. Wir fahren jetzt noch bis zum Bodensee runter. Ich sage tschüss, vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Musik gefallen hat, ich habe ein paar Sticks dabei. 4 Gigabyte USB-Sticks mit ein bisschen Musik drauf von mir. Wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ich bin auch im Internet zu finden. Facebook, Internet, Jutta König, ihr werdet mich finden. Ciao, alles Liebe für euch. Liebe Jutta, auch von meiner Seite her, ganz kurz, bleib mal noch da. Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben.
als Mensch, als Musikerin. Und wenn wir in Konstanz so eine kleine Demo gemacht haben mit nur 20 Leuten, dann war sie sich auch nicht zu schade zu kommen und für die 20 Menschen zu spielen. Sie ist eine Musikerin, die das lebt, was sie singt. Und nun ist es mir eine sehr, sehr große Ehre, zwei von den Machern von Pfingsten in Berlin euch von der Bühne aus zu zeigen. Ich weiß, es wird geschumpfen, ein paar Sachen haben nicht funktioniert. Ich selber habe Großdemos, Friedensketten und Ähnliches organisiert. Das ist so hardcore, das ist so schwierig. Und wir sind nicht perfekt, wir sind nur Menschen. Aber was die auf die Beine gestellt haben, das Konzept, 4 Tage Demo zu machen, angefangen mit einem Autokorso, der ein Erfolg war, mit 600 Autos laut Polizeiaussage, friedlich, termingerecht, wenn man das so mal sagen darf, sind wir bei der Theodor Heuss Platz angekommen und haben die Friedenssäule umrundet. Und diese Macher, die sind seit 4 Monaten dabei und haben alles gegeben, dass es ein Erfolg wird, haben alle Zeit, Mühe, Schweiß investiert, dass wir 4 Tage hier friedlich feiern können. Und auch wenn 2 Tage der Regen es ein bisschen vertrübt hat, dieses große Festival, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich Andi kennengelernt habe, beziehungsweise, Entschuldigung, natürlich die Andrea zuerst, das A-Team, das Action-Team mit Andrea und Andi, bitte auf die Bühne. Und ich bitte euch um Applaus. Sie haben so viel für uns getan und sie haben diese 4 Konzepte umgesetzt. Autokorso, Marsch, Flashmobs und freistehende, selbstarbeitende Bühnen. Vielen, vielen lieben Dank, ihr zwei. Mensch, Andi, ich hoffe, du bist trotz allem auch ein bisschen glücklich, obwohl ihr geschunken bekommen habt, weil wir haben euch hier gehalten, den ganzen Tag von 14 Uhr bis jetzt. Das ist toll und der Spirit, der von euch beiden ausgeht, der ist da. Also die Antifa ist nicht mehr da, es ist auch mal zu abwählen. Die haben schon längst aufgegeben. Wir haben ein Fazit, also vielleicht ist es ein bisschen zu früh, ja, das muss man jetzt mal sacken lassen alles. Wir haben hart gekämpft, um das zu realisieren in den letzten Tagen. Das war nicht einfach, ja, gegen die Behörden, gegen Urteile anzugehen und dabei auch noch ruhig zu bleiben und das alles so noch unter Kontrolle zu halten. Ja. Aber und dazu muss ich auch sagen, dass er weit gefahren ist. Er hat alle Bundesländer besucht, er hat uns besucht, zusammengebracht. In einer analogen Welt, persönlich, Auge zu Auge, in einer Welt, die wir wieder zurückfinden müssen. Weg von der Digitalwelt, wir Menschen. Hey, wir haben telefoniert. Auch das finde ich ganz toll. Ja, also vielleicht mein Fazit am Ende hier heute persönlich. Ja. Trotz der Niederschläge, die man auch immer mal im Laufe einer Demo erleidet. Ja, das ist immer ein Hoch und Runter. 4 Tage sind lang. Und, Ja, die Nächte also, kurz. 2 Stunden Schlaf bei den meisten Aktivisten hier, muss ich sagen. Mindestens. Ja, Andrea, magst du auch noch was sagen? Also für mich ist das hier heute ein persönlicher Abschluss. Wir werden natürlich alles analysieren und ich denke, wir haben sehr, sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Ja. Auch was wir für Lehren daraus ziehen können für die Zukunft, für unsere Wege, die wir alle gehen werden. Und ich bin stolz darauf, jeden persönlich besucht zu haben aus den Bundesländern. Es waren 64 Besuche. Oh je. Ja, Deutschland ist groß. Also, und die Mobilisierung, die hatte es echt in sich. Aber ich war überall herzlich willkommen, liebevoll empfangen worden, habe mich aufgehoben gefühlt. Und es war ein leichtes Spiel, sage ich mal, bei solch tollen Leuten wie euch. Es war immer ein Spiel. Und ja, die Vernetzung, die Reichweite, die wir gewonnen haben, ich denke, das zählt ja auch für die Zukunft. Wir sind noch viel, viel breiter aufgestellt jetzt. Ja, definitiv. Und das führt uns eher zusammen. Uns wird da nichts auseinanderbringen. Wir sind auf der Autobahn, aber wir sind noch nicht am Ziel. Aber wir sind und wir fahren alle. Und eine ganz tolle Arbeit hat die Andrea gemacht. Das hat mich begeistert. Ich bin ja selber selbstständiger Unternehmer seit über 35 Jahren. Zwar nur mit einem kleinen Motorradladen, seit 8 Jahren mit einem kleinen Backpacker in Konstanz. Und ich weiß, was es bedeutet, auch Pressearbeit zu machen. Seit 10 Jahren bin ich freier Journalist. Die ganze Marketinggeschichte, die haben wir zum größten Teil in die Pressearbeit Andrea zu verdanken. Sie hat immer sukzessive, der Countdown läuft
oder die Forderungen reingestellt. Das hat mir sehr gefallen. Da hat jemand mitgedacht. Wenn nicht, dann wäre richtig jeder Hass. Aber ja, du warst schon dabei. Ne? Also ich hatte sicher einen Plan gemacht und ich habe mich darum gekümmert, dass das Programm steht. Aber eins darf man nicht unterschätzen. Das sind nicht wir beide. Das waren ganz viele Menschen. Es war die achte Orga, die Hauptorga, die das Ganze auf die Füße gestellt hat. Wir sind nur die Schwätzer, die uns unser Gesicht in die Kamera zeigen. Aber es gibt ganz viele Leute dahinter. Erstmal hinter der achten Orga und dann, ich glaube, es waren 56 Leute in den Bundesländern. Und es waren Leute, die uns unterstützt haben und nicht genannt werden wollten. Und das darf man einfach nicht sehen, muss man einfach so sehen. Wir stehen vorne, hat natürlich auch ein gewisses Risiko. Ich meine, wenn man dann am nächsten Tag durch die Straße denkt und dann die Herren Robocops sieht, dann denkt man sich, haben die dich schon fotografiert? Das sind so die Kleinigkeiten, wo man etwas unsicherer wird. Und ich muss sagen, ich bin extrem dankbar für diese Veranstaltung heute und möchte mich auch bei der Polizei aus Schleswig-Holstein bedanken. Weil wenn ich das Erlebnis heute nicht gehabt hätte, dann wäre ich mit dem Gefühl heimgereist, der Rechtsstaat in Deutschland ist tot und die Polizei ist nicht mehr weit von der SS entfernt. Aber heute habe ich auch das Gefühl, dass sich Polizisten noch völlig korrekt verhalten können. Und das hat extrem gut getan und mir wieder ein bisschen Aufschwung, emotionalen Aufschwung gegeben. Sie müssen ihren Job machen. Aber es muss nicht so sein, dass Menschen kujoniert, drangsaliert und zusammengeschlagen werden. Und ich danke darum ganz explizit dieser Einheit, die sich so korrekt verhalten hat. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Vielen lieben Dank, Andrea. Ein Punkt ist noch ganz wichtig. Nicht alle Bundesländer konnten ihre Hallo, wir haben hier eine ganz gemütliche Runde hier gefunden. Hier wird Tee gebrüht. Hier riecht es gut. Habt ihr was? Ihr habt irgendwas Leckeres verbrannt gerade? Ah, da brennt es. Ah, ja. Was brennt denn da? Nakshampa, der gute alte Nakshampa. Nakshampa ist eigentlich die indische Räucherstäbchen schlechthin. Seit Hippie-Zeiten. Also ich erkenne gerade diesen Geruch aus meiner Kindheit. Also irgendjemand in meiner Kindheit hat das zu Hause gehabt, aber ich weiß nicht mehr wer, aber der Geruch war... Das ist uralt, Nakshampa gab es schon immer. Wieso seid ihr heute hier? Du hast gleich geantwortet. Ja, ich antworte ja immer zuerst. Also jetzt noch Thomas. Ja, das ist was ganz Einfaches. Reicht. Und wenn wir uns vom Geldsystem lösen können und tauschen. Also, er hat mich so ein bisschen überreden müssen, herzukommen, weil ich selber irgendwie auch dachte, so richtig Bock hast du nicht. Mit den Künstlern, aber es ist eben die für uns viele Stunden im Proberaum einfach so einen Punkt erreicht, wo man jetzt einfach mittlerweile auch sagen muss, egal wie weit man jetzt in diese Verschwörungsecke irgendwie noch sich bewegt oder nicht, wie auch immer, es ist so ein Punkt erreicht, wo bestimmte Sachen einfach nicht mehr zu leugnen sind, wo bestimmte Sachen einfach keinen Sinn mehr ergeben. Der Preis dafür ist einfach zu hoch. Was ist dein Preis? Welchen Preis zahlst du gerade, den du nicht bezahlen möchtest? Ich kann mich nicht frei bewegen. Ich kann mich nicht frei bewegen. Ich kann nicht in vielen Situationen, auf Arbeit beispielsweise, kann ich nicht frei atmen. Ja, ich bin verpflichtet, 8 Stunden am Tag einen Mundschutz zu tragen und habe mit meiner Chefin zumindest einen Kompromiss schließen können, dass ich keine FFP2-Maske tragen muss, weil die, da torkel ich nach 8 Stunden schielend aus der Praxis raus. Da kann ich nicht mehr. Das könnte ich auch 5 Tage die Woche nicht leisten, schlicht und ergreifend. Also mein Körper macht das auch nicht mit. So, ich bin dann einfach auf Deutsch gesagt im Arsch. Ja? Und das sind eben alles so Dinge, das geben die Zahlen für mich einfach nicht her. Die Notwendigkeit ist für mich nicht da, die ist nicht gegeben. Also auch, also ich bin selber Ergotherapeut. Und wenn meine Patienten mich jetzt mittlerweile zum Beispiel regelmäßig fragen, sind sie denn schon geimpft und so weiter und so fort, sage ich, nein, ich lasse mich nicht. Und fragen die natürlich, sind erstmal alle so ein bisschen verunsichert, dann sage ich, naja, warum denn?
Die ganze Technik. Ich sehe die Notwendigkeit gar nicht bei einer Krankheit, wo wir jetzt im Moment sind 55 Leute von 100.000 infiziert. Warum soll ich mich denn impfen lassen? Einen guten Nachhauseweg. Das ist nicht mal ein Pflichtschutz. Und die sind noch nicht mal infiziert, sondern nur positiv getestet. Ja, das wissen wir. Das kommt auch noch dazu. Richtig. Ja, also das muss man mir auch erstmal noch beweisen. Ja, ob diese Leute dann auch krank sind oder nicht. Es steht immer ein großes Fragezeichen da bei diesen Zahlen. Ne? Und das, letzten Endes gibt es da für mich einfach nicht genug Fakten, die da für mich das Ganze sinnvoll machen überhaupt. Ne? Gerade bei einem Impfstoff, der eben einfach auch fraglich ist. Das letzte Lied für heute. Ne? Wo es einfach auch da Unsicherheit gibt. AstraZeneca ist ja das beste Beispiel gewesen. Wobei ja BioNTech jetzt ja immer so ein bisschen im Hintergrund ist, aber viel höhere Nebenwirkungen hat. Ja, höhere Quote. Habe ich neulich auch gelesen. Ja. Und ich kann es ja aus meinem eigenen Umfeld, habe ich ja einfach auch die Dinge, die ich beobachten kann. Alle meine Arbeitskollegen, die sich haben impfen lassen, waren dann erst mal fast eine Woche krank geschrieben. So, die mussten sich alle krank schreiben lassen, weil es allen dreckig ging nach der Impfung. Und da denke ich mir, ey, ich habe noch nie von einer Impfung gehört, die Leute so umschmeißt. Das habe ich noch nie erlebt. So, das gibt es in meinem Universum gar nicht. Und das soll eine Impfung jetzt eigentlich auch nicht. Habe ich einen Vorschlag an euch, liebe Menschen. Wir kennen die Fakten ja alle. Ja. Lasst uns die Fakten vergessen und das letzte Lied dieser Demo gemeinsam tanzen. Ja. Eine bunte Truppe. Sind auf der Bühne. Ja, wunderbar. Also ich finde das, diese Vielfalt der Menschen hier, die finde ich einfach toll. Und jeder, der Streams schaut, der vor Ort ist, der weiß, dass es hier nicht um rechts, links oder sonst was geht, sondern um Menschen, um Menschlichkeit, um Herzenswärme und darum, dass wir frei unser Leben leben möchten, frei, selbstbestimmt, eigenverantwortlich. Und jetzt haben wir ja doch nach diesem Wochenende noch einen persönlichen Abschluss gefunden, denke ich, und hören uns noch gemeinsam das letzte Lied an und tanzen ein wenig. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich bedanke mich dafür, dass ihr die Streams teilt, dass ihr uns liked, dass ihr uns immer wieder unterstützt und zuschaut. Vielen herzlichen Dank. Ich bin raus. Peace. Ja, ich grüße. Grüßende Leute, deshalb zeige ich dich für Leute. Hallo, danke für die lieben Grüße. Mit seinem Kabel hier. Hier, mit dem hier. Abkauf. Ist deins. Ja, geil. Frauen aller Länder, erhebt euch nun zugleich zum Schutz für unsere Kinder, egal ob arm oder reich. Ihr tragt die Weisheit in euch und tiefes Mitgefühl. Seid kreativ und mutig, das ist euer Spiel. You women of all countries, now rise up all at once. Protecting our children, give rich and poor a chance. You're carriers of wisdom and deep compassion too. Creativeness and courage, now all is up to you. Not only may you go on protesting, until we roll behind. We do believe in freedom, and in a better world. Insisting in freedom, and in a better world. Corona breaks together, it can't keep us apart. We can't be more apart, it means we'll never shut the car. We're never shut the car.